die Karte. Waffensymbole. Lass uns schnell abhauen. Na komm. Hier ist noch Nachschub. Ich steig schon mal ein. Ich komme. Gib dir mal Rückendeckung. Ich weiß zwar nicht, wo wir hier sind, aber... Wobei, dahin ist noch der Fertigkeitspunkt. Wollen wir ihn noch einsammeln? Ich nehme an, das waren jetzt ein Jahr. Was ist denn nur einer über? Sehr gut. Hier vorne ist der Fertigkeitspunkt noch. Ich sehe noch nichts. Kennst du die Region hier, Basti? Nee, ich, wie gesagt, bin gerade beigetreten, aber Pukara habe ich noch nicht gespielt. Warum denn schon wieder gejagt? Was soll denn das hier? Wir haben schon vorhin übrigens festgestellt, irgendwie müssen die mit dem letzten Update das hier alles mega schwer gemacht haben. Pieselt euch mal, das kommen wir ja direkt rein. Ist das schon wieder eine andere Gegend hier, wo wir sind, David? Oder was ist das hier? Hier ist einer dieser Kartellorden. Ja, ist ja wieder was, wo ich auch noch nicht war, in der Form. Oder was ist das hier? Nee, wir sind gerade durch den durch das Flugzeug sind wir in eine andere Region gekommen und das war dann die benachbarte. Oder das war das dichteste, was dran ist. Drei Fertigungspunkte sind das, ja. Wo sind die denn? Hier oben drin. Was gibt's denn hier für tolle Waffen überhaupt in der Region? Langer Lauf, ziemlich nicht. Handgriff. Ach, nur ein SMG, so eine kleine Feuerputze, da kannst du in eine Tonne treten. Oh, hier gibt's noch einen Stoner MLG. Da bin ich voll oder was? Wo soll das hier sein? Ne? Ganz oben. Danke. Na, also hier wäre anscheinend das MLG am interessantesten von allen. Wir können auch ein paar Missionen machen. Wir können auch natürlich, habt ihr oben in der Map, wo wir letztes Mal zusammen angefangen haben, in Tabakal oder war das... Ne, welches hatten wir zusammen angefangen? Tabakal habe ich fertig gemacht. Achso. Aber wir können ja trotzdem weiterspielen, wenn... Ich weiß ja nicht, wie weit ihr seid. Nö, ich habe das extra offen lassen, weil ich gedacht habe, okay, das machen wir jetzt immer zusammen weiter. Oder war das Mojo Koyo, wo wir zusammen reingegangen sind? Ne, da wart ihr schon zugange, das hatte ich ja schon fertig. Ich hab mit Christoph letzte Woche, wo waren das? Im Mojo Coach sogar, glaube ich. Mhm. Gemacht. Sieh eine kleine Gruppe Tango aus. Ja, mir ist es egal. Mir auch, also. Ich richte wenn, mich. Wenn das. Aber wir waren jetzt hier in dieser Region noch keiner von uns, ne? Also im Pukara sind wir gerade. Hier war ich noch nicht. Schneeregion habe ich noch nicht gemacht. Können wir gerne sonst einfach weitermachen. Hier wäre zumindest das nächste Waffensymbol. Ist ja gar nicht so weit weg. Entweder gehen wir zu Fuß oder zurück zum Heli. Da ist die Frage, ob wir da noch hochkommen, ne? Deswegen. Na, doch, komm mal. Wo bist du denn so schnell hochgekommen? Das sieht schwieriger aus, als es ist. Oh, warte, ich werde gerade entdeckt.
Auf dem Helios. Nee, da stand gerade einer. Ah, super. Hä, wo bist du denn hier hochgekommen? Da an der Seite und jetzt da hoch, genau. Ja, da stehen die hier alle. Nee, ich will nicht fliegen. Ich bin der Na, los, flieg. Ja, mach mal ruhig, ich setz mich hier draußen an. Okay. Bisschen die Aussicht genießen. Ist das jetzt hier Pokhara? Ja. Okay. Hast du das neue DLC ausprobiert? Nee, ich mache erst das hier fertig und dann. Ich hab's einmal ganz kurz angezockt, mega geil. Das ist so schwierigkeitsmäßig eine Herausforderung sagen. Das ist eine richtig krasse Herausforderung, deswegen ist es so geil. Es ist einfach nur super schwer. Also mit den KIs vergiss es. Ich habe auch fortgeschritten gespielt, ich habe so auf die Fresse gekriegt. Ich habe keine 5 Minuten überlebt, dabei tot. Ja, aber das hier fertig und dann. Das Flugzeug können wir auch klauen, ne? Ja. Sehr gut. Müssen wir nur ein bisschen artig sein. Drohne steigt auf. Irgendeiner fehlt denn noch, auch da oben. Oh, da sind noch einige. Ja, ist meistens so. Wichtig sind die am Flugzeug erstmal, ne? Ich guck nochmal wegen der Drohne mit, wegen Piloten. Na, wollen wir denn so langsam oder werden wir sehen? Und hier gar keine Insel, weil es bewegen sich und kann ich nicht. Ist die Nummer 1 der Pilot? Nö, nee, das ist nur irgendwas. Kein normaler. Ich nehme den hinterm Haus, der jetzt pisst. Nein! Wer hat geschossen? Oh. Warum gucken die jetzt alle zu mir? Geh schon wieder los hier. Ach, passt doch. Einer ist da noch. Ich sehe ihn leider nicht. Ich hab ihn. Jetzt ist er. Das mit dem Flugzeug tut mir leid, da hab ich reingeschossen. Traut sich einer damit noch zu fliegen? Ja, ich. Aber erstmal muss ich mich auf die Kiste. Und hier ist noch ein Informationssymbol. Ja. Aber was gescheit ist. Wollen wir Nachschubüberfälle, also Hubschrauber, Rebellenoperationen oder Bonusorden finden? Ist egal, eins am anderen. Nur ein Bonusorden. Super, einer. Das ist ja meistens so. Wer hat auf Flugzeug geschossen? Oh. Ich. Weil das war das größte. Da hast du das größte Kaliber genommen, was du gefunden hast, ne? Ich hab ihn ja nicht getroffen, ich hab ins Flugzeug geschossen, ich Trottel. Boah! Ja. 10 Kilometer auch noch, ey.
Naja, David, komm, wer fliegen kann, der kriegt das hin, ne? Ich bin froh, dass du aus dem jetzt einen Kunstflieger gemacht hast. Roter Rauch wäre allerdings schöner gewesen. Geil, was ist das denn hier? Guck mal nach unten. Ein fetter Staudamm. Krass, stimmt. Kann man irgendwie von euch die Zigarette im Innenraum ausmachen? Das nervt ja. Ja, das ist der bekiffte Pilot hier. Nee, der konzentriert sich auf die Flugbahn. Also er könnte sich besser konzentrieren, wäre ja nicht so viel Zigarettenqualm in der Kabine. Oh nein. Was denn? Ich werde von irgendwas erfasst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Von wo kommt sie? Keine Ahnung. Ich seh nix. Das ist ein Raum. Dieses komische Typen ist dein Flugzeug wahnsinnig, weil es krank. Da stand aber eine Rakete im Anflug. Boah, hinten ist noch so eine fette Brücke. Flieg mal dagegen, David. Nein, wir werden auch nicht da durchfliegen. Warum nicht? Weil der Zigarettenqualm mich bei der Konzentration stört. Ich flieg in die Kirche da rein. Was ist das überhaupt für eine Region, wo wir gerade sind? Also die kommt mir auch noch überhaupt nicht bekannt vor. Ja, das ist alles dunkel hier. Wir machen irgendwann was Neues, anstatt mal irgendwas zu Ende zu bringen. Ja, jetzt wird ja, wohl wieder zurück danach. Ja. Aber man kann ja mal eine Blitzreise machen, habe ich mal so gelernt. Genau. Können wir auch gleich machen. Hier links unten eine Kläranlage. Oh. So. Von welcher Seite muss ich denn hier ranfliegen? Ist egal, also du musst auch da. Landebahn da, das ist jetzt völlig kaputt. Oh. Aber ich bin relativ hoch, ne? Ja. Mhm. Ich flieg lieber nochmal an. Du kannst nochmal drüber hinwegfliegen. Peng! Ja. Sehr schön. Passt rein. Ach Gott, hier hinten sind wir jetzt im Malka. So, wo markiert mit Blitzreise. Jo. Und wohin? Wo waren wir denn? Wir sind jetzt zurück, oder? Pukaran. Zum Beispiel Tabakal ist angefangen. Aber da hat der Basti schon fertig. Aber wir können es ja trotzdem weitermachen. Pukara können wir noch weitermachen, das hatten wir doch alle jetzt noch nicht. Ich markiere jetzt mal irgendwie eine Blitzreise. Geht das nur bei bestimmten Punkten? Ja, in diesen Hütten, ne? Achso, ja, dann mache ich das jetzt mal. Halt. Blitzreise. Ja, wohin denn? Ja, wieder zurück, wo wir gerade waren. Das hatten wir alle drei noch nicht. Pukara Charlie oder was? Mhm. Dann machen wir das. Das hat schon viel Entscheidung oder wie? Ja, nicht hier. Die gebrauchte Zack auf Arbeit und. Ich war eigentlich noch gar nicht zu Hause.
Wir machen jetzt das, hier können wir uns richtig austoben. Da ist ein Fertigungspunkt, hier sind Kingslayer-Akten, Waffensymbol und nochmal Kingslayer. Und es sieht verdammt groß aus. Ach ja, und noch ein Informationssymbol. Ja, schaffen wir das heute alles? Das nehmen Sie denn auf wie eine Moschee und da bin ich mit dabei. Wieso möchtest du gerne diese Radikalisierung unterbinden? Guck mal, da rennt Christoph schon direkt vor. Moschee, zack. Wieder mal die Erfahrung gemacht, dass die ganzen Schwarzköpfe alle nur eine große Fresse haben und einen nur verarschen. Und wenn man den kleinen Finger gibt, dann hacken sie dir ohne mit der Wimper zu zucken den ganzen Arm ab. Hast du dich also wieder mit den Falschen eingelassen? Ist er. Jetzt laufen wir da oben hin oder wie oder was? Ich lauf gerade einfach nur kurz mit der. Ich wollte von hier gucken, wie das überhaupt aussieht mit einer Drohne und wie man da hochkommt. Ist das nicht von dem Einführungsvideo hier Anfang des Spiels mit Sueno, dieses Ding? Kein Plan. Ah, hier bin. Ach, hier war wo ich mal Christoph nah unter dem Berg geflogen bin. Mit dem Grafikfehler. Oder auf jeden Fall eine Landeplattform. Ja, dann gehen wir da mal hin, oder? Ach du Scheiße, was hat er jetzt gemacht hier? Signal und Ping und... Ne, was machen wir jetzt? Ich denke, wir wollen hier... Und so. Wo müssen wir erstmal hier hoch? Ich meine, dass auf der anderen Seite der Eingang eigentlich wäre. Ich kann auch sonst einen Heli rufen und da kurz einmal rumfliegen. Hat Pakatari um ein Fahrzeug gebeten. Oh je, wir haben einen hier so ein scheiß Flugabwehr. Irgendwas visiert mich hier auch gerade an. Ja, warte, lande mal schnell. Zu spät. Oh. Zu spät. Sie bauen sich für ihre Pochonus. Ich habe genug Ego, um zu sagen, dass ich sowas. Genau auf dem Bahnsteig gelandet. Da kommt Zug. Scheiße, oh fuck. Ich hol dich. Doppelt hält besser, oder wie? Geil. Von der Rakete abgeschossen, vom Zug überfahren. Dankeschön. Bitte, bitte. Ich habe jetzt auch einen Heli gerufen. Ich muss jetzt nur irgendwo hier wieder hochkommen. Das ist jetzt natürlich hier semi-geil. Hinter dir, bin ich gerade hoch. Eine Schräge. Statt klettern. Ah. Das ist doch scheiße hier. Es sah auf jeden Fall einfacher aus, hier runter zu gehen. Kommt man hier im Tunnel nicht hoch? Was soll denn doch hier beim Tunnel, David. Außen? Ja. Christoph ist schon wieder am Spähen. Du siehst, wie bist du da jetzt so schnell hingekommen? Gelaufen. Da ist gar nicht so weit weg. Das ist ein zweiter Tango.
Sitzt die Woche nicht eigentlich auch Erik wieder zurück? Nächste Woche. Nächste. Mörse, Alarm. Setze Drohne an. Generator schon irgendwo gesehen? Ich sehe eine montierte Waffe. Wer wird hier gesehen von uns? Ich bin runtergefallen. Da kam ein LKW auf mich drauf zugefahren. Das war jetzt nicht so gut, ich bin gleich tot. Wo bist du denn? Na, ich bin lieg hier oben auf dem Hügel. Ja, jetzt bin ich tot. Da kommt einer gerade hoch, diese rote Wolke. Rennt gerade wieder weg. Komm ich hier wieder hoch? Ich leg direkt neben dir, Christoph, 30 Meter. Hab den Alarm ausgeschaltet. Sehr schön. Christoph? Ja, ich muss hier mal ein bisschen. Soll ich spawnen oder warten? Spawnen, ne? Bitte. Ich weiß nicht, Heli. Ich komme wieder zu euch. 3-1. Das freut mich doch. Ich liebe meinen Granatwerfer. Echt? Habt ihr die jetzt alle drunter? Ich glaube, ich muss mir den auch mal drunter ballern. Sie können uns später danken. Das ist manchmal von Vorteil. So wie eben. Fliegt, nehmt das. Was macht ihr denn da unten schon wieder?
sammelt ihr da gerade die ganze Zeit irgendwas ein? Nö, ich hab einen Nachschub hab ich gefunden. Ich muss mal zu euch kommen, ich könnte hier gar nichts. Oh oh, ich bin tot. Ich bin runtergefallen, kann mich einer wiederholen? Jo, oder? Ich kreis irgendwo ein Heli. Auf jeden Fall sehr gut versteckt hinterm Pfeiler. Ja, da bin ich vorne runtergerutscht. Ich wollte nur aufs Dach oben rauf. Nö, ich dachte, das wäre hier nicht mehr so hoch. Ich bin da immer Vorsprung für Vorsprung runter und der letzte Vorsprung war dann doch ein bisschen zu hoch. Danke. Bitte. Da kann ich auch noch irgendwas einsammeln. Müsste hier irgendwie ein Fertigkeitspunkt oder so sein? Ah ne, hier hinten sind die Kingslayer-Akten. Alarm ist aus. Komm ich denn da hin? Hä, bin ich betrunken? 500, krass. Familienfoto. Oh. Alter, was sind denn das hier für Felsvorsprünge? Hier komme ich doch niemals lebend runter. Oh, Glück gehabt. Möchte einer Radlader fahren? Kommen wir das auch schon mittlerweile? Kannst alles fahren. Vor allem das Ding ist gepanzert. Ist ja geil. Ja, dann ist hier vorne noch die Waffenkiste. Da oben. Guck mal da. Schon gewesen, oder nicht? Wieso? Nicht. Wo wird das denn jetzt hier? Hauptstraße, außenrum, hintenrum? Ich gehe hier gerade die Klippen hoch. Achtung, Heli. Achtung, hinter uns kommt einer in den Bärchen. Ich hab den Generator gefunden. Ja, wieder runtergefallen. Gibt's ja gar nicht. Wir schlafen ein paar. Seid ihr noch am Aufklären oder? Ne, ich hab oben jetzt da, wo die Waffe ist, habe ich alles aufgeklärt. Fang ich einfach mal an, ne? Wer wird denn jetzt hier schon wieder gejagt? Du. Nee. Alles gut. Ja, da.
das, ihr Säcke? Granate. Generator ist aus. Ein Tango weniger. Nein, der Heli sieht mich. Was soll denn das? Obwohl ich schon wieder liege, ey. Oh ne, der haut ab. Glück gehabt. Oh, hier gibt's eine Waffe. Oh ja. Oh ja. Ah ja, gibt's das LMG. Ich stehe super vor der Waffenkiste hier, ich krieg keine Munition. Achso, sorry. Ich habe mich schon extra an die Seite gestellt, aber dann noch direkt vor die falsche. Wo ist denn dieses LMG jetzt hier? Hä? Ach da. Das ist ganz schnell einfach. Echt? Ne, Schalldämpfer habe ich noch nicht. Es könnte aber was sein, wenn ich alle Waffenteile habe. Kingslayer-Akten, siehst du die schon, Christoph? Ja, ich hab hier auch schon eben einen Sack voll Gegner umgebracht, ganz alleine. Warum erzählst du uns das denn nicht? Ja, weil die gnädigen Herrschaften sich ein leichtes MG angucken, na super. Macht meine ganze 100% Taktik-Modus. Soll ich dir was sagen? Ich hab damit schon einen gekillt. Ja, nur weil du einen Schalldämpfer hast. Karone. Jetzt noch ein bisschen interessanter hier. Dann geht die Taktik hier nicht mehr auf. Welche denn? Was haben wir denn schon wieder jetzt gejagt? Wir hatten da gerade geballert. Ich hab schon mal Mausoleen gesehen. Und das hier könnte sie alle zu ich weiß nicht. Und würde nicht mal merken, wenn es sie ausschweißt. Sollen wir glauben, dass Rainier ein Gott ist? Er tut's auf jeden Fall. Aber jetzt. Das ist ja geil. Schalldämpfer ist es 100%ig effizienter. Komisch.
Da kommen so 4, 5 Leute. Sorry. Haha. Hinter dir, David. Ja, der ist da irgendwo versteckt. Da komme ich nicht ran. Der hat mich auch die ganze Zeit irritiert. Ist da bei dir Christoph, Quatsch, Basti was? Da ist noch einer, da kommt gerade einer. Dann hab ihn. Jetzt sieht's eigentlich erstmal safe aus. Außer der noch kommt. Alter, die. Den habe ich gerade gar nicht so gesehen. Danke. Hier oben ist noch der Fertigkeitspunkt. Und da hinten ist noch ein Informationssymbol. Da sind aber noch welche. Ich schicke meine Drohne los. Woher kennst du denn, dass da noch welche sind? An den roten Wolken. Hier ist noch ein PC. Da oben ist noch ein Scharfschütze. Ey, warum kann ich nicht schießen? Warum kann ich denn nicht schießen? Kann man im Laufen nicht schießen? Doch, wenn du es gelevelt hast. Oh, muss man das leveln? Es gibt einen Skill, glaube ich. Mit eins der ersten, guck mal. Waffe. Zielen während des Laufens oder irgendwie sowas. Jetzt habe ich Streuen beim freien Schießen gerade aufgelevelt, habe ich jetzt alles voll. Hier, 6 Fertigkeitspunkte. Ich hab die gefunden. Da hinten 150 Meter. Hat er ja schon die Informationen dort eingesammelt? Christoph gerade, war da ja diese Fertigkeitsoption? Achso, die hatte ich hier schon auf dieser Map, irgendwie komischerweise. Oh. Heli, Heli, oh. Das war knapp, ey. Ja, irgendwo da im Munitionskiste. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, die Fertigkeitspunkte. Da oben. Oben. Und Scharfschütze. Tot. Hier bei mir irgendwo. Ah, da. Seid ihr drin oder wo? Nee, hier vorne, da wo ich stehe. Ach da.
So, was machen wir jetzt? Wollen wir erstmal die Waffenteile hier sammeln? Können wir gerne machen. Da gibt's eine Zieloptik. Ja, können wir gerne holen. Und hier wäre theoretisch auch noch ein Laservisier. Wir könnten ja noch eine komplette Stadt ausradieren, also nochmal zwei Kingslayer-Akten plus der Bonusorden. Heli. Kann es sein, dass ihr die ganze Zeit hier umherkreist? Ja, deswegen hole ich ihn jetzt runter. Aber irgendwie holt man ja auch nicht mehr so einfach einen Heli runter, wie ich gerade merke. Da kann ja den anderen Heli nehmen und abhauen. Na, Waffen nochmal aufmunitionieren, das ist gar nicht so blöd. Stapler schon? Ich glaube nicht. Alter, was ist denn hier los, ey? Christoph, lebst du noch? Ja, wo ist denn Christoph? Tot. Du wirst mir noch angezeigt, aber total weit entfernt. Ja, wahrscheinlich jetzt gerade wieder neu gespawnt. Ach, da hinten, 6,6 Kilometer, krass. Ja? Kannst du nicht eine Schnellreise zu uns machen? Setze Drohne ab. Das ist ein Sicario-Führer. Oder sonst die Cabrio-Führer, da sollten wir mal ein bisschen konzentriert rein. Verhören den Typen was? Ja, scheiße, die haben uns irgendwie entdeckt. Ich geh rein. Warte mal, ich spiel. Blendgranaten. Werfe Blendgranate. Ah, ich blend mich selber. Bleib hier, du Penner. Scheiße. Ich hab so oft jetzt auf dieses Auto geschossen. Gesehen, er hat sich selber geblendet. Ah, doch, er ist noch da. Warte, ich sammle ihn ein. Ja, pass auf.